Die nächste potenzielle Verkäuferin hat sich mit ihrer Tochter auf den Weg zu Bares für Rares gemacht. Im Gepäck zwei kleine Schmuckstücke von hoffentlich großem Wert. Also wenn wir 1000 Euro für die Ohrringe bekommen sollten, dann würden wir gerne die Zimmer renovieren und uns bringt das einfach mehr, wenn wir eine schöne Wohnung haben, anstatt dass die Ohrringe im Safe liegen. Edler Schmuck sollte getragen werden, denn nur dann kann er auch wirklich glänzen. Mit hohen Erwartungen geht es zur Expertin Dr. Heide Rezipa-Zabel. So, und jetzt stelle ich dir jemand ganz Tolles vor. Das ist die Frau Dr. Heide Rezipa-Zabel. Hallo. Das ist die Leni. Hallo Leni. Und das ist die Mama Julia. Freut mich. Und die haben natürlich auch was ganz Tolles mitgebracht. So, Leni, darf Mama das jetzt rübergeben? Ja. Ja gut, dann kann die Frau Doktor schon mal in Ruhe gucken. Ich gebe mal so. Dankeschön. Oh, das sieht verdammt gut aus. Das sind Ohrstecker, oder, Leni? Ja. Ja. Ja, und zwar ist das ein Erbstück von meiner Großmutter. Und mein Vater hat mir das mit dem 18. Geburtstag dann überreicht. Als du 18 wurdest, genau, als ich hast 18 du das geworden geschenkt bin. Bekommen. Ja. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Was hat Mama da für einen Brief bei? Das ist eine Schätzung damals für Versicherungszwecke. Alles klar. Boah, aber toll. Das erklärst du kurz. Ja. Hier wird 6.000 D-Mark als Wiederbeschaffungswert angegeben. Und das ist der Wert, den man annimmt, um in möglichst kurzer Zeit diese Stücke ersetzen zu können. Bei dem nahegelegenen Juwelier. Das haben wir verstanden, ne? Können wir Zettel wieder weglegen. Bitteschön. Jetzt möchte man natürlich mal was hören über die Ohrringe. Sehr schöne Goldohrringe in 750er Gold, 18 Karat, also sehr hohes Gold, hochwertiges Gold. Und darum sind echte, natürliche, runde Brillanten gesetzt. Sehr schön in Pavé-Fassung, das heißt, sie sind gepflastert, sie sind dicht an dicht gesetzt. Sie sind in den Metalluntergrund inkrustiert, eingebohrt und lediglich kleine Körner sind angeschoben worden, um die Zwischenräume zu halten. Also wirklich schön gepflastert. Das betone ich, weil das eine aufwendige Machart ist und die Ohrringe sehr hübsch macht. Und Sie das haben hier. Hört sich gut an, ne? Bis hierhin hört sich alles super an. Eine Steckklappfrisur, damit Sie auch gut sitzen am Ohr und halten. Und Sie sind ganz bestimmt aus den 80er Jahren. Mhm. Also. Dann könnte das stimmen, ne? Schmuck, ja, der von ihrer Großmutter stammt. Mhm. Das heißt, Großmutter hat sich immer noch bis zum Schluss immer was Schönes gegönnt. Immer. Schmuck, ja. So, sie ist schon am Rechnen. Was wiegst du jetzt? Ich habe die Ohrringe ausgewogen. Ja. Und die Diamanten zusammengerechnet. Jeder Diamant hat 0,03 Karat, also 3 Punkt in der Größe. Das ist eine Gewichtseinheit. Und auf jedem Ohrring sind 16 kleine Steinchen. Ja, macht 0,48. Rechne ich zusammen, also knapp 1 Karat, aber sehr, sehr klein. Und so bin ich eigentlich schon bei der Preisfindung. Oh, dann möchte ich aber vorher fragen. Liebe Julia, warum möchtest du sie erstmal verkaufen und was möchtest du an Geld haben dafür? Also, wir möchten die gerne verkaufen. Wir sind vor 1,5 Jahren wieder nach Celle gezogen, wo ich auch geboren bin, waren vorher in Nordrhein-Westfalen. Ja, und haben da halt eine neue Wohnung bezogen und wir haben noch den kleinen Ben zu Hause, meinen Sohn, und die Zimmer wollten wir noch ein bisschen schön machen, so Details, vielleicht auch nochmal tauschen, ne? Und wie viel Geld hast du dir so gedacht, könnte das wert sein? Also ich sag mal, wenn ich so 900.000 Euro kriegen würde, wäre das schon toll. Na, da kann man schon einiges an Schlossrenovierungen machen, ne? Liebste Heide. Liegen Wunsch und Wirklichkeit nah beieinander? Also der Preis ist ein bisschen zu hoch gegriffen von Ihnen. Die Brillanten sind eigentlich ganz schön in der Farbe. Sie sind auch sehr hell, aber sie sind auch sehr klein. Mhm. Und so bin ich hier eigentlich bei einem Wert zwischen 700 bis 800 Euro. Das halte ich für realistisch. Ja. Oh. Können wir auch schon einiges für machen. Können wir auch einiges mit machen. Dann raus höre ich, magst du sie schon wieder langsam einpacken, dass ihr auf jeden Fall bereit seid, mit den Händlern ins Gefecht zu gehen und zu verhandeln. So, dann würde ich sagen, die Mama bekommt die Ohrstecker und du kriegst die Händlerkarte. Ah, super. Damit dürft ihr nachher hinten reinmarschieren, ja? Auf dass ihr ein wunderschönes Zuhause kriegt, ja? Tschüss, meine Süße. Ciao. Es war mir ein großes Vergnügen mit dir, jetzt schon bekannt zu sein, bevor du berühmt wirst. So, du darfst der Frau Doktor auch noch Tschüss sagen. Tschüss. War mir auch ein Vergnügen.
Tschüss, Julia. Vielen Dank. Pass mich auf Leni auf. Dankeschön. Da vorne den Flur entlang. Tschüss. Tschüss. Komm, tschüss. Ja, wir haben das Händlerkärtchen bekommen. War ganz stolz drauf, ne? Mhm. Und jetzt werden wir mal gucken, was die Händler dazu sagen. Also, ich habe mir überlegt, dass ich immer sage, wenn der Preis zu niedrig ist, dass ich dann sage, da geht doch noch ein bisschen. Ja, werden wir mal gucken, ne? Wie lange die Taktik funktioniert. Lenis Charme können unsere Händler sicher nicht widerstehen. Und den Brillantohrringen hoffentlich auch nicht. Hallo. 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 Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt sind wir gespannt. Dankeschön. Dankeschön. Bitte. Ja, Mäuschen, wie alt bist du denn? 9. Wir verhökern jetzt das Ding da, ne? Für wen ist das Geld denn? Für die Mama oder für dich? Für die ganze Familie, sozusagen. Da müssen wir mal gucken, was du mitgebracht hast. Was ist das da? Ein paar Ohrringe. Ach, Ohrringe, okay. Mhm. Sehr gute Steinqualität, Wahnsinn. Was steht denn da drauf? 32 Brillanten. Ja. Gelb-Gold, 750er, 6000 D-Mark. Das ist sehr gut. Hat es bestimmt einmal gekostet, ja. Ja. Lupenrein. Ja. Die Qualität ist gut und ich finde sie wirklich verkäuflich, weil sie auch nicht zu protzig sind. Sie sind sportlich. Eigentlich müsste Ihnen das doch stehen. Ja, steht mir auch ganz gut. Aber? Ich komme so selten dazu, die zu tragen. Und wir sind jetzt gerade umgezogen vor anderthalb Jahren. Und jetzt möchten wir das noch mal, lieber unsere Wohnung noch ein bisschen schöner machen, anstatt dass die immer im Schließfach liegen. Da haben wir einfach mehr von. Super Artikel. Kostet halt Geld. Susanne, was machen wir denn hier? Abkaufen. Ja, also. Super. Fangst du an? Ich fange gerne an mit 700 Euro. Dein Einsatz, Mensch. Da geht dann noch ein bisschen. Dein Einsatz. Ich dachte jetzt Einsatz, sie hat die gekauft für 700. Jetzt war ich so ein bisschen irritiert. 750, sage ich. Ja, wenn wir noch ein bisschen mehr kriegen könnten. Ich biete Ihnen beiden noch 850 Euro. Was meinst du? Ja, lass noch ein bisschen drin, Wolfgang. Komm, gib dem Kind 900. Für die Kleine. Für 900 würden wir sie gerne. Gib du mir einen 50er. Hör mal, du schöne Kuchen. Das ist mal. Pass auf, mein Engelchen. Also. Komm mal nach vorne hier. Bitteschön. Den tust du dir in die Spardose. Okay. Ne? Mhm. So, und der kriegt die Ringe. Das ist übrigens der größte Schein, den es gibt in Europa. Schau ihn mal an. 600, 700, 850. Dankeschön, hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Schön aufteilen. Vielen Dank. Dir. Dankeschön, gerne. Tschüss. Tschüss. Das war jetzt schön. Ja. Damit ihr sich freut. Also ich habe mich gefreut, dass die Händler auch den Wert der Ohrringe so erkannt haben. Und ja, die waren alle sehr, sehr nett und das hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Mhm. Hat sich richtig gelohnt für uns.